Seine Fische gibt es nur in auserwählten Restaurants. Europaweit ist der Yves Christian Sacher der Einzige, der unter dem Namen Pachtellachs eine japanische Lachsorte züchtet. Dano Gablinger hat den 43-Jährigen in seiner Zucht Gipswil im Zürcher Oberland besucht. Seit 7 Jahren züchtet der Yves Christian Sacher eine japanische Lachsart. Er hat seinen Job in einer Bank inzwischen ganz aufgegeben und widmet sich jetzt 200% seiner Fischzucht. Für mich war das damals, in 2004, erst einmal ein willkommener Ausgleich zum eher kopflastigen Beruf in der Finanzbranche. Und ich bin aber sehr überrascht worden nachher von der Nachfrage, die das generiert hat da mit diesen Fischen. Und erst dann ist eigentlich die Idee entstanden, das wirklich professionell auch zu betreiben. Der Kirschenlachs läuft hier unter dem Label Pachtellachs. In diesen 2 Becken hat der Yves Christian Sacher rund 8'000 einjährige Lachs, die noch wachsen müssen, bis sie 200 bis 250 Gramm erreichen und somit schlachtreif sind. Nebst seinen Pachtellachs hat er aber eine Liebhaberzucht mit Forellen, die er früher noch mit ihnen gezüchtet hat. Sozusagen Muttertiere, die jetzt ihre Lebensabend bei ihm verbringen. Forellen wie Sömi oder Samantha, die 8-9 Jahre alt sind, zu solchen Fischen hat man natürlich eine Beziehung und die kommen dann auch einen Namen über bei uns. Die grösste Herausforderung sind für ihn seine 13-wöchigen Brütlinge im Bruthaus. Wenn ich am Morgen hierher komme, wollte ich als erstes wissen, wie geht es meinen Lachsbabys. Weil diese Lachsbabys sind die Zukunft von morgen. Es ist also nicht so, dass ich sagen kann, wenn etwas in die Hose geht, ja nur, dann kaufe ich wieder mal einen Sonderposten ein und dann habe ich wieder Fisch. Sondern ich muss dafür sorgen, dass vom ersten Tag an möglichst keinen Verlust gibt und die Fische möglichst gesund sind. Fischzüchter sagt man eben 24 Stunden am Tag und nicht nur vom 9 bis 12 Uhr am Abend unter der Woche. In diesem Becken schwimmen die verkaufsfertigen Fische, die 3- bis 4-jährig sind. Einer der Kunden des Fischzüchter Sacher ist Antonio Colaianni. Er veredelt den Fisch zu Saisonzeiten in seinem Restaurant Zwetziken. Bis jetzt ist es immer sehr, sehr gut angekommen. Auch dadurch, dass es exklusiv ist, ist es sehr regional. Man kann unseren Kunden sagen, es ist vom Bachtel oben. Und das ist natürlich etwas, das die Kunden natürlich sehr stark ansprechen. Wer den Pachtellachs auch mal in Zürich geniessen will, im November übernimmt der Antonio Colaianni mit seinem Küchenpartner das Restaurant Clouds, das im Prime Tower bei der Hartbruck eröffnet wird. Für Tele Zürich aus Wetziken, Dana Gablinger. Und nicht erst im November.